Die Arbeitswelt und natürlich auch die Unternehmen haben sich in den letzten Jahren rapide verändert. Und es mag immer noch Unternehmen geben, wo es einfach nur darauf ankommt, dass bestimmte Tätigkeiten möglichst effizient ausgeübt werden. Die werden aber mit großer Wahrscheinlichkeit in den nächsten Jahren durch Automaten und Roboter ersetzt. Und in solchen Unternehmen, wo es einfach nur darauf ankommt, dass das, was getan werden muss, auch getan wird, ist es vollkommen legitim und richtig, dass man das mit Zuckerbrot und Peitsche durchzieht. Das heißt, da verspricht man den Mitarbeitern möglichst viel Gehalt oder Incentives oder Belohnungen, wenn sie ihre Arbeit ordentlich machen. Und wenn sie sie nicht ordentlich machen, dann gibt es eben entsprechende Strafandrohungen. So kriegt man wunderbar dressierte Mitarbeiter, die funktionieren optimal, fast so wie Maschinen. Das Problem ist nur, dass die in Zukunft wahrscheinlich demnächst alle von Maschinen abgelöst werden. Und jetzt sind wir in der neuen Welt angekommen und da wird es auf einmal wirklich interessant. Vor allen Dingen, was die Frage der Führung von Mitarbeitern angeht. In dieser neuen Welt geht es nicht mehr darum, dass Mitarbeiter einfach bestimmte Aufgaben, die ihnen vorgegeben werden, abarbeiten. Sondern jetzt wollen sie auf einmal Mitarbeiter, die mitdenken, die Verantwortung übernehmen, die kreativ sind, innovative Ideen haben. Wenn sie im Dienstleistungssektor unterwegs sind, sollen die auch noch freundlich sein. Und all das können sie nicht für Geld bekommen. Das schenkt ihnen ein Mitarbeiter nur dann, wenn er sich bei ihnen im Unternehmen wohlfühlt. Und jetzt stellt sich plötzlich eine ganz neue Frage. Was braucht man für ein Betriebsklima und was braucht man für eine Führungskultur, damit Mitarbeiter in ihrer Firma sich am Sonntagabend schon freuen, dass sie am Montag wieder bei ihnen sind, weil sie so eine Freude haben, in dem Team und mit diesem Chef sich gemeinsam auf den Weg zu machen und die Firma voranzubringen oder aber neue Dinge zu gestalten, was immer das auch sein mag. Solche Mitarbeiter bekommen Sie nicht mit Belohnung und Bestrafung, sondern solche Mitarbeiter werden Sie nur dann haben, wenn es denen bei Ihnen gut geht. Und gut geht heißt, Sie brauchen dafür eine Führungskraft, die in der Lage ist, diesen Mitarbeitern das Gefühl zu vermitteln, dass sie wichtig sind, dass sie gebraucht werden und die immer wieder dafür sorgt, dass die Mitarbeiter Gelegenheit haben, Aufgaben selbstständig zu lösen, Verantwortung für ihr Tun zu übernehmen und auch festzustellen, dass wenn sie sich gemeinsam mit den anderen auf so einen Prozess einlassen, dass da etwas rauskommt, was keiner alleine jemals schafft. Und diese neue Führungskultur, die da benötigt wird, die bezeichnet man am besten oder ich bezeichne die am liebsten mit dem Begriff Supportive Leadership. Supportive Leadership heißt, da gibt es einen, der mehr weiß, der mehr drauf hat, der mehr Erfahrung hat, der auch mächtiger ist und auch vielleicht mehr Verantwortung trägt. Und diese starke Kraft gibt jetzt etwas von ihrer starken Kraft an die Mitarbeiter ab, damit die auch in ihre Kraft kommen. Konkret sieht das so aus, dass man Mitarbeiter nicht mehr motiviert, indem man ihm Belohnungen oder Bestrafungen verspricht, so wie das doch im vorigen Jahrhundert der Fall war, sondern jetzt würde ein solcher Supportive Leader oder eine Frau, die so eine Führungskultur pflegt, die würde dann ihre Mitarbeiter einladen, ermutigen und inspirieren, sich auf das, was gemeinsame Arbeit heißen kann, auch wirklich einzulassen. Der Vorteil davon ist, sie haben nur noch wenig zu tun. Sie sind kein Eselstreiber mehr und sie können sich endlich um das kümmern, was eigentlich Aufgabe einer Führungskraft ist, nämlich nicht ihre Mitarbeiter irgendwie anzutreiben, sondern im Blick zu behalten, wohin das Ganze geht und dafür zu sorgen, dass die verschiedenen Mitarbeiter und dann auch die verschiedenen Unternehmenseinheiten so zusammenarbeiten, dass das herauskommt, was sie sich wünschen, nämlich ein Unternehmenserfolg. Es mag immer noch Unternehmen geben, in denen der alte Führungsstil, nennen wir es jetzt einfach Dressur und Abrichtung, noch immer das zentrale Element ist, wo es immer noch damit versucht wird. Aber ich kann ihm versprechen, die Zukunft ist woanders. Die Zukunft ist dort, wo Mitarbeiter die Erfahrung machen dürfen, dass sie ernst genommen werden, dass man ihnen was zutraut, dass sie Verantwortung übernehmen dürfen und dass sie Teil dieses ganzen Teams sind und damit auch Teil dieser ganzen Aufgabe und all dieser anderen Mitarbeiter, die sich gemeinsam mit ihnen auf den Weg machen. Und Führungskräfte hätten es dann leicht.
Die brauchten nicht mehr zu führen, sondern die bräuchten eigentlich nur noch Vorbild zu sein. Und das hat ja Albert Einstein auch schon gesagt. Man kann nicht nur Mitarbeiter, aber auch Kinder nur dann erziehen, nur dadurch erziehen, dass man Vorbild ist. Und das wäre schon nicht schlecht, wenn es ihnen gelingt, für ihre Mitarbeiter Vorbild zu sein. Viel Glück damit.